Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen vorgestellt Video zu einem Server, nämlich playcb.eu. Da ist er. 4 Spiele von 100. Okay, 100 ist eigentlich das Max. Ja, Linus Blocks hat auch 100. Aber mal reingehen. So, ich bin mal gespannt. Sollte ein recht guter Server sein. Und ja, auch wieder ein schönes Spawn mit. Ja, fast Freiluft. Aber so natürliche Sachen sind immer wirklich am schönsten. Also wenn ich baue, dann auch sehr natürlich. Und ich genieße immer die freie, wilde Natur. Das sieht man, ist recht cool gemacht. Also sehr natürlich. Auch bebaut. Also so ein Mischmasch zwischen Natur und Zivilisation. Der Wald gefällt mir sehr. Die Bäume sind zwar ein bisschen gleich, aber das ist natürlich auch schwer umzusetzen, wenn man so viel baut, wie man jetzt hier sieht. Es gibt verschiedene Biomes und ich denke, hat man irgendwas im Spawn noch gehabt? Eine Nachricht oder so? Jetzt können wir hier nicht mehr hoch. Crates. Okay. Ein Daily Crate, du hast 0 Case. Also wir müssen da irgendwie morgen nochmals vorbeischauen. Ja, wir haben keine Case. Also hier ist der Spawn, also unten Belohnungen. Daily Belohnung. Und was haben wir jetzt bekommen? 150 Geld, okay. Dann haben wir direkt Cosmetics auch. Könnten wir etwas, zum Beispiel ein Pet auswählen? Bleib ich halt nein. Okay. Haben wir leider noch nichts. Aber Köpfe vielleicht? Nö. Alles müssen wir sozusagen freischalten. Das ist auch gut so. Vielleicht noch machen, dass man am Anfang etwas hat, was wirklich schlecht ist, aber immerhin etwas hat. Aber hier habe ich jetzt gerade auch gar nichts. So. Also für alle, die Server-Ding, ich bin der Drago Basler, also zusammengeschrieben Drago Basler, falls ihr wisst, dass ich komme, also ich auch Bestätigungen gemacht habe, dass ich komme. Momentan habe ich ja wenig Server, dann komme ich immer. Dann dürft ihr mir gerne schon ja, etwas freischalten, wenn ihr das könnt, damit ich da auch ein bisschen besser vorstelle. Aber ich werde das immer in eure ja, Ankündigung, Post mitteilen, dass ich auf einen Server komme und eventuell wäre es gut, wenn ich da schon etwas hätte, aber es ist natürlich nicht leicht, jetzt gerade wirklich Vertrauen zu haben, weil ja, es könnte ja auch jemand anders sein, der so heißt, aber vielleicht getrennt oder einen Bindestrich hat oder so, aber ich bin der Drago Basel, wo zusammengeschrieben ist. Also hier sieht man es nochmals, so heiße ich. Und ihr könnt es wieder entfernen, wenn ich natürlich nicht mehr auf dem Server bin. Oder so. Weil ich eigentlich nur Vorstellungen mache und nicht jetzt aktiv auf einem Server spielen kann, leider. Also ich habe jetzt gefunden, dass hier das Freebuild war, aber ich suche gerade noch etwas anderes. Ich möchte nämlich das ohne Teleport auch mal nachschauen, zeigen, oder? Aber hier ist jetzt eigentlich gar ja, noch nichts. Denke ich mal. Aber das ist wirklich toll mit diesem grünen Glas. Und wieso habe ich jetzt die Minimap nicht mehr? Habe ich da irgendwie etwas gedrückt? Ne, ich habe Ah ja, ich habe das falsch gestartet. Ich muss Minecraft Launcher starten und nicht Ding. Okay, es ist nicht schlimm, weil trotzdem alles echt gut läuft. Einfach Optifine und die Minimap ist nicht drin diesmal. Das muss ich leider nochmals ein bisschen üben. Im nächsten Part gibt es natürlich danach wieder die Minimap. Ah, Schussel. Ja, es ist früher morgen, also tut mir leid. Dass ich jetzt einfach die Servervorstellung mache, wenn weniger Spiele da sind und so weiter. Aber ich möchte heute auch live streamen, deshalb geht es nicht. Also, kreativ. Das ist doch immer zum Schauen, zum Zeigen das Beste, oder? Wow! Direkt am Anfang ein schönes Dörfchen. Ganz viele Leuchtfeuer. Oh, es ist jetzt noch nicht so viel gebaut, scheinbar. Aber sie sind dran. Das ist wahrscheinlich sehr neu. Ich weiß nicht, wann das Server gestartet ist, aber es kann gestern gewesen sein. Ich bin halt sehr lange am
geht ja online aufnehmen. Ich habe so einen Rollenspielpart noch veröffentlicht heute, das echt schief gegangen ist ein bisschen, und das haben wir einfach genossen, dass es einfach ja nicht so läuft, wie wir das eigentlich im Drehbuch beredet haben. Weil ja, es ist auch ein paar Sachen passiert, und ja, dann wussten wir nicht mehr so genau, ja, was alles wir reden und so. Und wir haben ja nicht geschnitten, also sonst hätten wir das immer wieder bereden können. Haben wir nicht gemacht, und es war wirklich toll, was wir gemacht haben. Nur habe ich halt eben am Abend nie einen Server vorstellen können, also ein Video machen können. Und das ist nicht so gut. Oh, Kabelmück. So, ja, es ist herzlich wenig noch gebaut. Ich werde natürlich immer wieder gerne reinschauen, wenn dann mehr los ist. Also ist wohl okay. Aber es ist irgendwas da oben, ja. Irgendwas ist hier oben noch. Aha. Aber das sind einfach Buffs, die wirken. Okay, Flex. Ja, es ist Glas drüber. Wir können es nicht anschauen. Deshalb Spawn. Genau, mit Verzögerung. Das ist auch super für ja, PvP und so Sachen. Aber das habt ihr ja nicht öffentlich. Ja, wir müssen irgendwie rausgehen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo der Spawn wieder war. Also wo genau. Ja, wir haben auch die Sachen nicht mehr im Inventar. Das weiß ich gerade nicht, wohin wir müssen. Jetzt müssen wir leider ein bisschen suchen. Da ist noch offen. Aha. Ist nix. Ich suche einen NPC, aber ich sehe gerade keinen NPC. Ja, wenn man die verschiedenen Dinge nicht kennt. Das ist ein Cheater. Nein, ich sehe keinen Cheater. Ja. Ich komme jetzt gerade auch nicht weiter. Ja, das noch ein bisschen besser markieren. Das wäre ein Kritikpunkt, der eigentlich ganz easy ist, oder? Hoffentlich. Aber ich sehe jetzt gerade nirgends, wo wir hergekommen sind. Vielleicht hier oben bei der Fackel? Nö. Aber schön, dass auf den Bäumen auch Fackeln sind, damit sie ein bisschen herausgeleuchtet werden. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich wollte eigentlich noch die Free-Build-World zeigen und so Sachen, aber das ist jetzt ein bisschen das Problem, dass wir nicht wissen, wohin. Worlds bauen. Bekannter Befehl. Das ist halt immer blöde, wenn der Spawn in die eigene Welt an den Spawn kommt. Man sollte so einen allgemeinen Spawn haben. Free Build. Nö. Free? Nö. Also wir kommen jetzt hier scheinbar nicht mehr raus, weil wir nicht wissen, wohin wir müssen. Kein Schild, kein NPC. Es ist halt doof, wenn ich halt schon am Anfang in der ersten Vorstellung einfach Probleme habe, mich zurechtzufinden, also nicht viel zeigen kann, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Also ja, das ist immer wichtig bei einem Serverstart, dass ihr direkt schon mal das macht, was wichtig ist. Also dass ihr wirklich auch den Spawn markiert, da alles auch richtig einstellt, dass ihr einfach auch allgemein alles verknüpft habt. Dass zum Beispiel Slash Spawn wirklich auch an den Spawn geht. Aber das geht wahrscheinlich wegen dem Plugin nicht, weil sonst spawnt man an den World Spawn und man ist noch im Kreativmodus. Also eventuell ist es halt einfach auch ein bisschen zum Schutz, dass man in der Kreativwelt immer nur zum Kreativspawn kommt. Ich sehe jetzt niemand, also kein MC. Ja, gleich dort drüben. Interessant. Cool. Das antwortet leider niemand. Ah, es ist jetzt gerade nur ein Spiel noch online. Oh. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ja, gut, es ist kein Spieler online außer mir.
gehe mal raus und wieder rein. Vielleicht sind wir dann wieder in der normalen Welt. Ja, okay. Sehr gut. Ja, wir müssen einfach raus und wieder rein. Weil hier nebendran hat es ja eben diese Freebild-Welt gehabt. Wir müssen leider laufen. Oder wir können. Nein, das ist Cosmetics. Teleporter. City-Bild. Sehr gut. Ja, dann sind wir gleich hier. Rechtsklicken. Und es ist sehr viel gebaut auf den ersten Blick. Es leckt aber irgendwie ein bisschen. Ja, viele Gebäude, viel Überforderung von Java. Wann wird endlich mal das ein bisschen verbessert, dass Java besser läuft? Ah, Minecraft gehört nicht mehr auf die Java. Also, ja, es ist einfach zu schwer geworden. Ja. Wir schauen jetzt einfach mal ein Gebäude von innen kurz an. Das ist einfach nicht ein freies Gebäude, also ein offenes Gebäude. Aber schön, dass du hier am Spawn wohnst. Ich wollte nur kurz einfach anschauen, gell? Wir gehen mal zu dieser Figur. Wow. Komm nicht mal um die Ecke. So. So, damit er es weiß, dass ich gerade hier ein Video mache. Ah, das ist PlayCB. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein öffentliches Gebäude. Um Shop zu kommen. Ducken. Ah. Ja, aber ich bin trotzdem rein. Okay, 5000, da müssen wir ein bisschen spielen. Aber schön, also. Köpfe zu bekommen ist natürlich cool. Schlecht, 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 schlecht. Gut, 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 gut. Ich noch natürlich gut. Ein Video. Jo. Muss irgendwas reinwerfen. Doch kein Helm. Okay, ich kann noch eins haben. So, also gut. So, dann hätten wir einen anderen Shop. Aha, okay, wir sind wieder unten. Dann hat mein Fan unter deinem Video kommentiert, richtig? Scheinbar, ja. Sonst wäre ich natürlich nicht aufmerksam geworden. Also ich werde das jetzt auch noch nicht machen. Falls ich jetzt wirklich einen Server kennen, den ich gerne vorstellen würde, dann würde ich es machen, weil momentan gibt es nicht so viel. Jo. Also. Wir können nicht mehr laufen, wir haben Hunger. Dort drüben ist noch etwas. Ich frage mal, ob Fly gut möglich wäre, damit ich ja, ein bisschen schneller vorwärts komme, sonst habt ihr natürlich ein bisschen Langeweile. Am Spawn hast du Hunger. Okay. Also bin jetzt City Build und Auffrischung. Ah, okay, danke. Das Problem ist einfach, dass ich natürlich jetzt gerne ein bisschen laufen würde, oder? Und nicht immer wieder an den Spawn laufen möchte. Aber okay, andere sind natürlich freier. Aber er ist gut, er ist ja, vorsichtig, oder ich könnte ja mit irgendwas, ja auch mit Fly etwas machen, oder? Zum Beispiel, ja, irgendwas. So, dann machen wir das weg. Irgendwas hacken. Nein. Ich bin natürlich der fairste Spieler, den es überhaupt gibt. Also kein Problem, wenn ich irgendwas bekomme, dann nutze ich es natürlich auch nicht nur zum Vorstellen. Also hier hätten wir ein ja, chinesisches Haus. Und hier haben wir eine Holzburg, scheinbar oder so. Das sieht zumindest danach aus.
wo noch nicht eingerichtet ist, aber schöne Architektur, schlicht, aber schöne Architektur. Und ja, wir haben keinen Fly. Ja, er hat es nicht gemacht, ne. Aber kein Problem. Das ist natürlich für mich okay. Ich brauche nicht so einen Luxus. Aber gut. Jo. Damit er weiß, dass es okay, einfach wegen dem Hunger geht. Und sonst sind wir ja in der Nähe vom Spawn. Aber ich möchte schon gehen. Ja, es geht nicht so schnell. Also wir könnten wirklich noch schneller sein, aber dann haben wir auch schneller Hunger. Also am besten einfach nur rennen. Oder vielleicht auch manchmal ein bisschen Pause machen, damit das resettet wird. Dass wir wieder weniger schnell verlieren an Balken. Ja, diese Hungerkeulen. Das ist auch ein schönes Biom, also ein Grundstück. Das hat irgendwas von Chaos. Also ich liebe Chaos. Ich bin ja Warhammer 40.000 Fan und da habe ich das Chaos Space Marine Reich am liebsten. Also deshalb liebe ich es. Chaos. Scherz beiseite. Aber, jo. Es gibt hochqualitative Gebäude hier. Es gibt aber auch mehrere Leute, die jetzt nicht so viel Mühe geben. Okay, slash 4. Hologramm, Aufzüge, aha, Rang, Preise, Warp, Hilfe, Daily Belohnung, Drogen, slash Drogen. Ja, lieber nicht. Perks. Cool. Das ist mal nett. Kein Feuerschaden, doppelte XP, kein Fallschaden. Nicht gekauft. Packs im Shop kaufen. Okay. Ja, immer bedanken. sehr gut. Also immer diese mit den Leuchtfeuern, die sind gekauft scheinbar. Das ist genauso wie bei einem anderen vorherigen Server. Aber ich müsste jetzt lügen um den richtigen. Also ich müsste es jetzt falsch sagen, welcher Server das war. Deshalb sage ich jetzt mal nichts, aber ihr wisst sicher. Also wenn ihr meine Videos schaut, meine Vorstellung, das wisst ihr das sicher. Okay, jetzt können wir nicht mehr laufen. Dieses Grundstück möchte ich aber noch zeigen. Deshalb gehen wir kurz in den Spawn, um aufzufüllen. Ich hoffe, der Spawn ist gut markiert. Das ist wahrscheinlich der Spawn hier. Schwarzes Leuchtfeuer und das ist rot, glaube ich, oder so. Wir haben einen kleinen Optifine. Und ja, sorry für die, ja, nicht so schönen Clipping-Fehler im Hintergrund. Weil wir jetzt kein Optifine haben. Sieht man das ein bisschen besser. Also ich sehe es leider sehr gut, weil ich ja natürlich die Vollbild-Ding habe. Wir haben schon 18 Minuten, okay. Das ist schon wieder ein gefülltes Video. Also 30 Minuten ist so mein Maximum. Ich mache lieber zwei Parts als mehr als 30 Minuten. Das geht immer viel, viel länger zum Hochladen. Deshalb für euch, wenn ihr auch Videos macht, unter 30 Minuten bleiben. Dann ist es am besten. So, also hier regeneriert sich irgendwie die Hungerkeulen noch ein bisschen besser. Aber wir haben jetzt nur 4 Keulen. So, jetzt sind wieder 4 Spieler ohne. Alex, der King, 2233. Was ist das? Fuhrrail, der Techniker. Fellschienen. Und der andere ist jetzt offline. Oder nicht zu sehen. Weil es sind immer noch 4 und wir sehen nur 3. 63 Millisekunden. Ping. Ah, hier ist er. Okay, wir laufen gerade mal kurz. Vorhaben. Also der Inhaber ist es. Alle sind hier am Spawn. Cool. Aber wir gehen jetzt noch kurz dort rüber und hier haben wir auch noch ein Gebäude, das sehr viel spricht. Ah, auch wieder eine Pagode. Cool. Also zuerst mal, ja, gehen wir nicht ins Gebäude. Ich glaube, hier waren wir aber drin.
Wir gehen jetzt mal kurz hier hin. Und dann gleich dort zum, ja, schönen Grundstück. Da haben wir auch noch ein eher kleineres Haus. Ein Turm scheinbar fast. Ja, also der Style ist gewaltig geil. Also so mit Akazienholz und mit dem Grün sieht es mega geil aus. Weil so kenne ich das noch nicht. Pagoden sind für mich eigentlich immer schwarz oder weiß, also Birkenholz. Und jetzt so mit Akazienholz, das ist eine gute Idee gewesen. Also wirklich toll gebaut, diese Pagode. Auch da die roten Türme. Ich liebe es immer, wenn die ganzen, also das Dach mit ganzen Blöcken gebaut wird, aber schöne Farben haben. Also Rot zum Beispiel. Ist ja eine meiner Lieblingsfarben. Was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Also meine ist Rot und dann kommt Blau und dann kommt Grün. Wegen Grün ist die Natur. Sollte eigentlich zuerst sein, aber dann muss ich natürlich wieder sagen, ich bin FC Basel-Fan, Rot-Blau. Also zuerst Rot und dann Blau. Wir sind Rot-Blau. Ich weiß, ich manipuliere mich. Nein, es ist wirklich Rot, ist meine Lieblingsfarbe. Deshalb auch rotes Königsoutfit. Ja. Ich bin halt einfach wegen Rollenspiel. Ich bin damals König gewesen auf ja, Draro. Also nein, damals hieß es damals Wild halt. Ja, genau, Wild. Damals war ich König und deshalb habe ich noch den Skin als König. Aber ich würde ja nicht gerne König sein, weil König ist ja Diktator. Also es ist eine Art Diktator und die sind halt immer böse oder ja süchtig. Deshalb eher Demokratie. Ich bin natürlich pro Demokratie. Senat oder so. Von den Römern her Senat und für der Neuzeit halt ja, Regierungsbeamte. Wie, das aussieht nicht für den Schwarzen. Ja, und weil Schwarz keine Farbe ist, sondern ein Helligkeitsspektrum, glaube ich, oder so das. Kann ich sagen, Schwarz ist mir sogar noch lieber als Rot. Aber das ist natürlich auch die Dunkelheit. Deshalb eigentlich Weiß. Aber Weiß, ja, ihr wisst es, Weiß wird recht schnell schmutzig und so. Aber die Straße ist hier ja weiß. So, also dann haben wir eigentlich ziemlich viel ja, vorgestellt. Wenn ihr noch irgendwelche Gebäude kennt, die cool sind zum Anschauen, dann dürft ihr gerne das im Kommentar schreiben. Aber ich warte dann noch, auch noch lieber, bis es dann ein paar mehr Gebäude sind oder so. Weil jetzt, ich sehe einfach, dass viele Spiele angefangen haben, aber nicht viel gebaut haben. Also hier ist scheinbar jetzt nicht mehr so etwas Spektakuläres. Eine große Halle haben wir hier noch. Und ja, ich kann leider nicht rennen und nichts machen, jetzt gerade nur langsam laufen. Deshalb beende ich jetzt das Video. Ich bedanke mich für die Einschickung also einen Kommentar machen zum Vorstellen, lieber, wer es auch immer war. Und für dich, ohne natürlich danke für die Hilfe, Gussel FCB. Und das heißt wahrscheinlich FC Bayern München. Weil, ja, zum Beispiel mehr FC Basel, FCB. Ist ja klar, B Basel und Bayern München wäre eher FC BM, aber natürlich seid ihr natürlich die einzigen FCB in Deutschland und deshalb nennt ihr euch auch nur FCB, damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können. Aber eben der FC Basel ist natürlich eher viel schlechter vom Marktwert und so Sachen, deshalb ist ja ba FC Basel eigentlich auch nicht so bekannt. Ja, keine Permission, aber gut. Also dann, jo, bis zum nächsten Mal. Bye. So, okay. Ich laufe noch zum Spawn und jo, er sagt Ciao mit einem Smiley, der das lächelt, das ist toll. Ja. Gut, ich glaube, dort war das, ne? Dort war das Baum. So, auf Wiedersehen, euer Trauerbasler. Tschüss.